Hallo, du wundervolle Seele auf der Suche nach ein bisschen Selbsterkenntnis. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich möchte mit dir heute über dein Mondzeichen sprechen. Und ich glaube, das Mondzeichen ist eines der wichtigsten Zeichen, womit man sich auseinandersetzen sollte. Und es ist irgendwie, kommt viel zu kurz in der Astrologie, wie die meisten von uns kennen, das Sternzeichen und dann vielleicht noch den Aszendenten. Aber beim Mondzeichen hört es dann irgendwie auch auf und man weiß auch nicht so, was steht es eigentlich genau. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir die meiste Zeit aus dem Ego heraus handeln. Ja? Also im Alltag funktioniert alles über diese Ego-Fläche und das wird eben vom Sonnenzeichen repräsentiert. Und wir nehmen uns einfach viel zu wenig Zeit, so wirklich mal in der Ruhe, in der Stille zu sitzen, reinzuhören und zu gucken, was versteckt sich eigentlich alles noch da drinnen. So. Diese intime Seite, das ist eben unser Mondzeichen. Wenn du jetzt überhaupt gar keine Ahnung hast, was dein Mondzeichen ist, dann empfehle ich dir, hier mal in dieser Playlist reinzugucken, Astrologie verstehen. Da findest du ein Video, wo ich dich eben ganz genau durch astro.com durchführe und dir erkläre eben, wie du deinen Chart machst und was was bedeutet. Aber du findest eben auch Videos über Qualitäten, über Häusersysteme und so weiter. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken, falls du dich mehr mit der Astrologie auseinandersetzen willst. In der Astrologie gibt es zwei Lichtkörper und man nennt sie auch die Luminaries. Und das ist eben einmal die Sonne, das ist der aktive Part, der ausstrahlende Part. Und dann gibt es den Mond und der ist eben so der passive, empfangende Part. Und wenn du in der Nacht geboren bist, dann kannst du dich wahrscheinlich eher noch mit dem Mond identifizieren als die Menschen, die jetzt am Tag geboren sind. Er repräsentiert unsere Emotionen, unsere innere Welt, ja? Also wie wir mit Gefühlen umgehen, wie wir sie ausdrücken, wie wir sie wahrnehmen, wie wir Erfahrungen verarbeiten, wie sensibel wir sind, wie empathisch wir sind, wie wir uns in andere hereinfühlen können. Ja? Also es hat ganz viel mit der emotionalen Intelligenz zu tun. Er repräsentiert auch so unsere unterbewussten Muster, ja? Also Reaktionsweisen, Gewohnheiten, die wir haben, die wir irgendwie ausleben, bevor wir wirklich anfangen können zu denken. Es sind auch Süchte. Und das ist so das emotionale Gedächtnis und es ist so extrem interessant, das zu studieren, weil nur dann kann man ja wirklich auch sich verändern, wenn man irgendwie ein Bewusstsein da reinbringt und sich wirklich dann auch entscheidet, dafür auszubrechen. Also es ist so die sensible, die versteckte, intime Seite von uns, so was ganz Weiches, dieser innere Kern, den wir oft ganz vielen Menschen nicht zeigen und der eher so versteckt ist. Und gerade deswegen ist es auch super interessant, einfach von deinem Partner oder deiner Partnerin, deinen besten Freunden, Familienmitgliedern, aber natürlich auch erstmal von dir, das Mondzeichen zu kennen und zu studieren, weil man da eben total gut die Person kennenlernt und eben versteht, wie sie reagiert und wie sie agiert. Aber ohne weiteres Blabla soll es jetzt direkt weitergehen und wir steigen ein mit deinem Mondzeichen. Der Fischemond. Flexibles Wasser, extrem sensibel, extrem mitfühlend und feinfühlig, ja. Aber eben auch so ein bisschen verwirrt und so ein bisschen verplant und so ein bisschen verpeilt und unentschlossen und sich irgendwie nicht richtig bewusst über die eigenen Gefühle, über die eigenen Emotionen und auch so über die eigene Existenz. Das Schwierigste für dich ist es, generell für Fische-Positionen mit dem Weltschmerz umzugehen, ja, dem Schmerz der anderen. Und wenn man sich das anguckt, eine Fische-Sonne zum Beispiel, ja, die versteht und die sieht und spürt irgendwie die Kinder in Afrika oder die Straßenhunde. Der Fische-Mond, der klingt sich in diese Vibration ein und der wird diese Kinder, der wird diese Hunde, der fühlt die komplett mit Haut und Haar, jede Zelle wird zu dieser Vibration und du kannst dich da so krass reinfühlen, dass du sozusagen in diesen Schmerz zerfließt und das macht natürlich extrem Angst. Und deswegen kapseln sich viele Menschen mit diesem Fischemond einfach von dieser Gabe, von dieser Situation, von dieser Feinfühligkeit einfach komplett ab und gehen in die Flucht, überspielen diesen Schmerz, schalten diesen Teil ab, blenden den aus, verdrängen den auf eine Art und Weise, ja. Fische und Neptun, ja, das ist auch immer der Fluchtmechanismus, die rosarote Brille, ja, Verdrängungskünstler des Zodiacs. Also es ist extrem wichtig, dass du dir eben bewusst machst, was für eine krasse Gabe du da hast, wie feinfühlig du bist, dass du einfach den Schmerz der Welt spürst und dass du nicht davor wegläufst. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil da können wirklich extreme Süchte entstehen und Fluchtmechanismen, ganz ungute Sachen. Und es ist ja auch ein Talent, ja. Du bist dafür da. Wir brauchen Menschen, die das spüren, die das mitteilen, die ein Bewusstsein dafür auch in die Welt tragen. Musik.
Fische ist einfach sehr, sehr tief, sehr emotional. Das ist der Träumer, ja, der sich irgendwie seine eigenen Fantasiewelten kreiert. Und wenn du willst, dann kannst du dein Unterbewusstsein, jede kleine Ecke davon erforschen, da einsteigen, deine Emotionen, deine Gefühlswelt, dich krass damit verbinden. Aber wenn du das eben nicht willst, dann kannst du dich auch komplett davon abkapseln. Also es ist wirklich so deine Entscheidung, in welche Richtung von diesen beiden du gehst. Du kannst dich wirklich von jedem Gefühlen und Fähigkeiten halt komplett abschneiden, ja. Du bist sehr intuitiv und eben sehr, sehr feinfühlig und stehst irgendwie in Verbindung mit anderen Welten, anderen Dimensionen, ja. Und wenn du es zulässt, ja, dann kannst du mediale Fähigkeiten entwickeln, ja. Das Thema Geister, Dämonen, alles Übersinnliche, Thema Okkulte, Hexen, all das irgendwie. Da hast du einen besonderen Zugang zu, aber eben auch nur, wenn du den erlaubst, ja. Und wenn du eben nicht Angst vor dieser Fülle der Gefühle und dieser Intensität hast. Du musst dir eben erlauben, darin einzutauchen. Und du hast so einen Hang zu ekstatischen Zuständen. Und das kann entweder sein, dass du das gerne suchst durch eben das Eintauchen in diese spirituellen Welten. Es kann sein durch Trance-Zustände in irgendeiner Form. Es kann sein, dass du das über Sex findest. Vielleicht über Kreativität. Es kann aber eben auch sein, dass du das über irgendeine Form von Droge oder Sucht findest. Und da ist eben wieder dieser Balanceakt beim Fischezeichen, ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Es ist schwierig für dich, ein normales Leben zu leben, weil du einfach nicht ganz normal bist. Und das ist nicht negativ gesehen, sondern das ist auf jeden Fall positiv gemeint, ja. Du passt einfach nicht in die Norm und das ist auch gut so. Du bist krass kreativ und du kannst ein Genie sein, ja. Also man spricht oft davon, dass Fischemonde alte Seelen sind, dass sie hier sind, um eben der Menschheit was zu geben, was zu teilen, ein übersinnliches Wissen, eine Weisheit haben, die sie eben in diese Welt reinbringen. Und du bist meistens schlauer, als dir jemals zugestanden wird. Und es ist auch oft so mit Jungfrau-Positionen, ja. Die sind einfach ständig unterschätzt, obwohl du eigentlich diese krass geniale Seite hast. Umso wichtiger ist es halt, dass du lernst, damit umzugehen, ja, dass du einen Zugang dazu findest, zu dieser Fülle an Kreativität, an Dingen, die raus müssen, die ausgedrückt werden müssen, ja. Also studiere diesen Mond, lerne den zu fühlen. Du hast diesen Zugang zu diesen Out-of-the-World-Themen und du musst einfach ein Outlet finden, ja, das zu teilen, weil wenn man sich Menschen anguckt, die einen Fischemond haben, dann sind es, egal in welchem Feld, Leute, die oftmals extrem neue Sachen in die Welt gebracht haben, ja, also sei es jetzt Schauspiel oder Schriftsteller oder was auch immer. Also wenn man sich eben berühmte Persönlichkeiten mit dieser Position anschaut, dann sind es intensive Leute, ja, es sind Martin Luther King, Da Vinci, Cézanne, Edgar Allan Poe, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Prince, Michael Jackson, Grace Kelly, das sind alles Leute, die einfach extrem für etwas standen, ja, und von anderen Menschen vielleicht auch nicht so wirklich verstanden worden sind auf dieser Ebene. Also versuch da für dich selbst so einen kleinen Zugang zu finden und eben deine Art und Weise, wie du es ausdrücken kannst, diese ganze Magic. Du bist sehr, sehr dreamy und sehr romantisch, ja. Und es ist leider so, dass du dich in der Liebe schnell für andere Menschen aufgibst. Dich im anderen verlierst, ja, du liebst einfach diese Illusion von der Liebe und es kann eben auch dann zu einer Art Fluchtmechanismus werden, ja, also dass du dich einfach komplett verlierst und aufgibst für deinen Partner oder deine Partnerin, weil das einfach diese euphorische Liebe ist, in die man sich hineinstürzen kann und die auch durch jede Zelle hindurchfließt. Und auch da ist es dann halt oftmals so, dass du diese Tendenz hast, wegzugucken und dann nicht irgendwie toxische Dynamiken anzugucken und nicht zu sehen, dass das alles vielleicht eher in so eine negative Richtung sich entwickelt. Und dann können Leute dich auch leicht manipulieren, weil du eben nicht loslassen willst, weil du dich halt weiter da hineinfliehen willst, ne? Und halt so verträumt bist und so. Und das ist so wichtig, dass du eben gerade in Liebesbeziehungen geerdet bleibst, ja, bei dir bleibst und versuchst immer wieder deine Grenze wahrzunehmen, ja? Was bist du und was ist der andere? Gleichzeitig hast du irgendwo auch dieses Bewusstsein, dass du eine unrealistische Idee von der Liebe hast. Also es ist dir auch bewusst, ja? Und deswegen versteckst du manchmal auch diese Intensität deiner Gefühlswelt und diese Tiefe, weil das nicht für jeden zu tragen ist, wahrnehmbar ist, ne? Also
gerade wenn du eine pragmatische Sonnenposition oder einen Aszendenten hast, ja, also Aszendenten noch mehr, weil das ist ja, wie, was wir den anderen zeigen. Sagen wir mal, du hast einen Widder oder Steinbock oder Jungfrau-Aszendenten, ja, dann wirst du dieses Weiche für die Außenwelt nicht sichtbar machen, ja, also unterdrücken, aber innerlich ist es trotzdem die ganze Zeit da. So, und du musst halt dann selbst damit irgendwie umgehen. Also, ja, es ist manchmal wirklich überfordernd. Fische ist das letzte Zeichen und es bringt eben alles von den anderen Zeichen zusammen. Und du glaubst an das Gute des Menschen. Also ganz tief innen drinnen glaubst du eigentlich, dass die Menschheit an sich etwas Gutes ist. Aber irgendwann wirst du im Laufe deines Lebens dieser Illusion geraubt, weil wir einfach hier auf der Erde anders wandeln gerade. Und dann passiert es oft eben, dass du in so eine negative Haltung kommst, ja? Dass so ein Pessimismus sich entwickelt oder so eine Art Opferrolle irgendwie reinkommt, die so ein bisschen verquer ist, weil du denkst eigentlich, dass du immer noch das Gute in den Menschen siehst und an sie glaubst, aber eigentlich aus einer negativen Perspektive heraus. Also du denkst eigentlich so, boah, ey, ich versuche hier die ganze Zeit an euch zu glauben, aber ihr agiert alle nur scheiße. Das ist schon eine negative Ansicht, ja. Und es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du hier auf der Erde bist, um der Menschheit Vertrauen wieder zu schenken, ja, an sich selbst zu glauben. Du bist da, um das Gute in uns zu sehen und es uns zu spiegeln und uns ins Bewusstsein zu bringen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit immer Liebe und Vertrauen und so zu spreaden und in die Welt hinauszutragen, aber das ist literally deine Aufgabe. Und ja, ich hoffe, dass du einen Weg für dich findest, irgendwie mit dieser ganzen Intensität und deiner Weisheit irgendwie stark dazustehen und ja, im Bewusstsein eben uns zu bringen. Ich glaube, das brauchen wir alle in dieser Zeit. Wenn deine Sonne in einem Wasserzeichen steht, du also Sternzeichen Krebs, Skorpion oder Fische bist, ja, dann wird dieser Fischemond einfach komplett deine Kreativität unterstreichen. Du bist ein unglaubliches Talent. Du hast unglaubliches Potenzial, dich auszudrücken und Menschen wirklich zu bewegen mit dem, was du kreierst. Du bist ganz, ganz gefühlvoll und einfach unglaublich spirituell. Wenn deine Sonne in einem Erdzeichen steht, du also Stier, Steinbock oder Jungfrau bist, dann kombiniert dieser Fischemond eben diese Stärke einer praktischen Ansicht mit diesem idealistischen Bild, das du hast. Und das ist extrem gut für jegliche Form von humanitärer Arbeit oder Politik. Wenn du eine Luftsonne hast, also dein Sternzeichen entweder Wassermann, Waage oder Zwilling bist, dann lässt sich dieser Fischemond einfach diese unglaubliche Stärke an Kommunikation mit dieser Hellsichtigkeit verbinden. Und du bist einfach extrem gut darin, die Gefühle anderer Menschen zu treffen, ja, sie irgendwie tief zu berühren, durch vielleicht deine Stimme, durch das Gesagte, durch das gesprochene Wort, durch das geschriebene Wort, ja, deine Gedanken, wenn du denen irgendwie Ausdruck verleihen kannst. Wenn deine Sonne in einem Feuerzeichen steht, du also Löwe, Widder oder Schütze bist, dann gibt der Fischemond eben deiner dynamischen Energie irgendwie mehr Tiefe, ja, und kreiert so eine hypnotische Aura irgendwie um dich herum. Aber egal welches Sternzeichen du hast, ja, der Fischemond gibt dir einfach so was ganz Sympathisches, Einfühlsames, so ein weiches Herz, ja. Und es macht dich einfach zu so einem künstlerischen Temperament, ja, mit der Kapazität, wirklich was in der Welt zu erreichen und wirklich nachhaltig was zu verändern und so richtig deine Marke in dieser Gesellschaft zu hinterlassen. Ich hoffe, dass du mit diesem Video etwas mehr über dich lernen konntest, dass es dich weitergebracht hat und dass du für dich vielleicht mehr verstehst. Oder vielleicht eine andere Person. Und ja, hinterlass mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren vielleicht deine Erfahrung. Ich würde mich total freuen, wenn du es mit mir teilst. Ansonsten wie immer sehr, sehr gerne ein Like und am besten natürlich ein Abonnement für diesen Kanal. Da hilfst du mir unglaublich weiter und auch den anderen Menschen, die dann eben auch meinen Content und die Astrologie mehr kennenlernen. Ansonsten pass einfach auf dich auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Namaste.